aus dem Camea Grand in Bonn. Menschen, Macher, Meilensteine. Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zu unserer neuen Ausgabe von Menschen, Macher, Meilensteine. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ganz besonders heute, wo ich Ihnen einen der erfolgreichsten und bekanntesten Systemgastronomen Deutschlands vorstellen möchte. Und mal ehrlich, gutes und schnell zubereitetes Essen, wer kann da schon Nein sagen, gerade im Arbeitsalltag? Ich freue mich daher sehr auf Kent Hane, den Mann, der mit seinen Partnern italienisches Fastfood salonfähig gemacht hat. Stichwort Vapiano. Ganz herzlich willkommen, Kent Hane. Hallo und vielen Dank. Ein böses Sprichwort sagt, wer nichts wird, wird Wirt. Ein Spruch, über den Sie sicher nur müde lachen können. Habe Sie ja gerade als einen der erfolgreichsten Systemgastronomen in Deutschland vorstellen dürfen. Was bedeutet Ihnen dieser Titel? Ja, da will nicht so viel Wert auf Hierarchie und Titel legen, lege ich auch nicht so viel Wert darauf. Aber zu Ihrem Sprichwort, wer nichts wird, wird Wirt. Ein müdes Lächeln, das stimmt. Aber das müde Lächeln kommt durch die harte Arbeit wirklich als dem Wirt ein Systemgastronom zu werden. Sie haben Ihre Anteile an Ihrem Baby, wie Sie Vapiano ja liebevoll nennen, vor kurzer Zeit nach 10 Jahren verkauft. Warum haben Sie das getan? Tja, warum verkauft man seine Anteile an dem Baby? Ich glaube, das war die Einsicht, dass man weiß, wann man zu übergeben hat in die nächste Stufe eines Unternehmens. Ich bin mehr ein Gründermensch, der gerne die Gründungszeitung mitmacht und eben auch in einer Unternehmensgröße, wo die Menschen mir noch bekannt sind, mitmachen. Und ab einer gewissen Erfolgsstory, also der Erfolg selber kann natürlich auch einen dahin zu bringen, eben an Konzernlenker zu übergeben. Und okay, ich glaube, dass der Zeitpunkt gekommen war, dass Vapiano nicht mehr ein mittelständisches Unternehmen wurde, sondern halt eben ein Konzern wurde und dadurch eben an gewisse andere Menschen das Zepter zu übergeben. Inzwischen haben Sie ein neues Baby. Es gibt panasiatisches Essen bei Ihnen in dem Restaurant Ginyu. Was ist dort gleich zu Vapiano? Wo gibt es Synergien und was ist vielleicht auch anders? Ja, im Prinzip ist es fast 100% identisch mit Vapiano, da es auch nicht von mir alleine ins Leben gerufen worden ist, sondern viele Weggefährten, ob sie Kunden von Vapiano waren oder Lizenzpartner, die mich immer wieder gefragt haben, Mensch, ich habe so ein tolles Konzept gemacht mit Vapiano, warum machst du nicht das Gleiche eben mit panasiatischem Essen? Und so ist es eigentlich vor 7, 8 Jahren eigentlich die Saat bei mir im Kopf gesät worden. Und das hat mich nicht mehr locker gelassen. Und dann habe ich daraufhin dieses Konzept Ginyu ins Leben gerufen. Ja, Ginyu ist aber auch nicht nur die einzige Geschichte. Ihre Unternehmung Apeiron beteiligt und berät auch andere. Wo und an was beteiligt sich Apeiron? Ja, wir beteiligen uns hauptsächlich an Startups, aber auch eben beraten oder sind eben auch Partner in Konzepten, die bereits mehrere Jahre bestehen, unter anderem wie die Losteria, also auch ein Weggefährte von mir oder ein Partner von mir bei Vapiano. Wir kommen gleich darauf, die auch Losteria gemacht haben. Aber sonst bei jungen Konzepten, die eben die Erfahrung suchen, die wir halt eben mehrere Jahre schon mit uns bringen. Wie kommt man eigentlich dazu, Systemgastronom zu werden? Hätte es nicht auch der Edelitaliener oder der Edelfranzose werden können? Ja, ganz am Anfang wollte ich auch eigentlich gar nicht Systemgastronom werden. Dadurch, dass meine Brüder alle schon im McDonald's-System waren, habe ich mich eigentlich dagegen gewehrt und habe dann eigentlich mit meiner ersten Selbstständigkeit eine amerikanische Bar und eine Diskothek aufgemacht. Aber wie das halt manchmal so im Nachtleben ist, habe es nicht ganz so zum Erfolg gebracht, sondern bin damit gescheitert und habe dann doch eben den Weg in die Systemgastronomie gesucht. Und bin dann so zu McDonald's gekommen. Also, was haben Sie aus dem Scheitern dieses Barprojektes gelernt für sich und Ihre Zukunft? Ja, wahrscheinlich das Größte, was mir der Erfolg nachher in der Systemgastronomie gebracht hat, dass ich doch eher der Mensch bin, der eben ein Manager-Typ ist und eben durch die Sachen, die ich studiert habe, durch Informatik, also mehr ein Systemer bin, der eben mit Struktur arbeitet, mit Kontrollwesen arbeitet, also mehr das Managing eines gastronomischen Betriebes, als wie ein Gastronom zu sein. Okay. Sie sind dann ähnlich wie Ihre Brüder doch zu McDonald's gekommen, wie Sie eben gesagt haben, und Sie haben dann die erste Autobahnraststätte betrieben. Zur damaligen Zeit, Anfang der 90er Jahre, sicherlich kein leichtes Projekt. Wie haben Sie das marketingtechnisch gelöst? Ja, ich bin etwas vorsichtiger mit meiner Wortauswahl geworden, nachdem ich früher schon mal im Sternmagazin das Wort genannt habe, dass ich die Gesetze gebrochen habe, sondern ich habe einfach nur die Regeln ein wenig geändert. Zu Ihren Gunsten verändert. Zu unseren Gunsten verändert. An der Autobahn darf man ja nicht klassische Werbung betreiben. Ja. So habe ich also Transporter bemalt mit den Aufschriften nächste Ausfahrt McDonald's Greding und habe die morgens neben der Autobahn geparkt und abends wieder woanders hingestellt. So waren es also keine feste Werbeinstallationen.
Konstellationen, sondern bewegliche Autos. Okay. Das andere war, ich habe irgendwann mal im Fernsehen die berühmte Milka-Kuh gesehen. Und die ja lila angestrichen ist. Mhm. So habe ich einen Bauern gefunden, der mir eben McDonalds-Kühe malen lassen hat. Also rote McDonalds-Kühe mit goldenen M's drauf. Also okay. Eigentlich alles getan, um die Aufmerksamkeit dieser 300.000 Autos, die täglich an der A9 vorbeifuhren, irgendwie der Autobahn zu entlocken, runterzufahren und dann zu McDonalds zu kommen. Und das hat sich ausgezahlt? Das hat sich sehr gut ausgezahlt, ja. Sie hatten 9 McDonalds-Filialen zur damaligen Zeit? Zur damaligen Zeit war es das erste Restaurant und dann bin ich in den Osten gegangen und habe dort dann eben 14 Filialen sogar aufgebaut. Okay. Konflikte mit der Polizei, gab es welche? Ja, es gab viele Berührungspunkte mit der Polizei, aber dadurch, dass wir eben auch alle kollegial arbeiten an der Autobahn, also ob es die Autobahnpolizei ist oder das Rote Kreuz oder auch die Autobahnmeisterei, wir haben sie verköstigt und so haben wir uns gegenseitig immer mal ein bisschen das Auge zugedrückt und haben gesagt, okay, wir leben alle von dieser Autobahn. Sie sind erfolgreich mit Vapiano, erfolgreich mit McDonald's gewesen und jetzt mit Ginyu. Was ist Ihr Erfolgsrezept? Ja, das ist immer schwer selber zu beantworten, aber ich denke, das ist einfach das einfachste Wort, was es wirklich in einem Satz deutet, ist, man muss fest dran glauben und dann geht man und marschiert einfach vorwärts. Also harte Arbeit und ein fester Glaube und dazu gehört der gesunde Optimismus. Okay. Wir haben uns in München mit einem Ihrer beiden ehemaligen Vapiano-Partner getroffen, Klaus Rader, der Sie aus Ihrer gemeinsamen Zeit bei McDonald's schon kennt. Wie er Ihren Erfolg begründet und was er an Ihnen und an Ihnen als Partner so schätzt, das hat er uns in München in seiner Losteria im Künstlerhaus verraten. Ich habe Kentane kennengelernt durch McDonald's. Als ich mit 25 Jahren zu McDonald's kam, hatte er, glaube ich, gerade 3-4 Monate vor mir ein Restaurant eröffnet. Und da haben wir uns natürlich auf den ersten Meetings getroffen. Und nachdem wir beide die Jüngsten waren, haben wir uns auch gleich sehr gut verstanden. Auch so, weil wir, glaube ich, sehr unterschiedliche Typen sind, sind wir auch schnell Freunde geworden und haben uns oft privat auch getroffen. Kentane als Partner jetzt für mich ist eine, oder war schon immer auch eine Win-Win-Situation. Wenn ich jetzt die Partnerschaft jetzt sehe, ja, wir sind Franchise-Geber, er ist Franchise-Nehmer und es gibt keinen anderen, der so schnell Betriebe aufmacht wie er. Er ist ein Getriebener, er ist ein Unternehmer. Unternehmer sagt ja schon das Wort, er läuft sofort los und wie gesagt, er hat innerhalb kürzester Zeit jetzt 5 Losterien aufgemacht, hat schon wieder 2 neue Lagen. Und es ist schon sehr schwierig, 1 bis 3 Restaurants zu führen, gut zu führen, Service-Restaurants. Aber 10, 20, 30 Restaurants zu führen, ist wirklich eine Managementaufgabe. Und ich kenne wenige, die das so gut können wie der Kenny. Er hat einfach die Fähigkeit, Leute zu motivieren. Bei der Partnerschaft Vapiano haben wir uns auch wahnsinnig gut ergänzt. Weil er natürlich wieder derjenige war, der Unternehmer, der Macher, der losgelaufen ist, viele Lagen, gute Lagen organisiert hat, auch gutes Management, gute Franchise-Nehmer akquiriert hat, während wir, ich und Friedemann, eher so diejenigen sind, die auf die Architektur achten, auf das Operative, Qualitätsfreaks sind. Wir schauen, dass alles frisch ist und ich habe, glaube ich, so mehr das Gespür, was die Gäste wirklich am Tisch haben möchten. Ich habe ihn, glaube ich, noch nie mit schlechter Laune erlebt, aber ganz selten und dann auch nur ganz kurz und heftig. Hat so dieses, genau das richtige, dieses Zuckerbrot und Peitsche, ja, man darf ja auch nicht zu nett sein. Und er hat einfach diese Fähigkeiten, ja, um, wie ich vorher schon sagte, nicht nur 2, 3 Restaurants, sondern wirklich, er ist ja auch der Think Big. Ja, es ist unglaublich, immer umso größer, umso besser. Und mit so jemandem zusammenarbeiten macht natürlich Spaß. Der auch immer wieder neue Ideen hat. Und ja, ich glaube, das ist sein für mich auch sympathischer Charakterzug. Ja, wenn man das von seinem Partner hört, geht einem doch das Herz auf, oder? Absolut, damit blüht das Herz voller Sonne. Ja, ja, wie schön. Was ist denn Ihnen in einer Partnerschaft wichtig? Worauf kommt es Ihnen an, wenn Sie im Team arbeiten? Ich glaube, das Wichtigste für mich ist die Menschlichkeit, also dass man Mensch bleibt und dass man den Mensch respektiert, mit dem man zusammenarbeitet, egal auf Hierarchie bezogen oder nicht, sondern immer den Menschen im Vordergrund stellt und viel Spaß dabei hat. Okay. Ich sage, man kann nicht so viel arbeiten und so viel Enthusiasmus und so viel nach vorne gehen und expandieren, wenn man nicht Spaß an der ganzen Sache hat. Man darf es nicht als Arbeit betrachten, sondern man muss es als Lebensspaß sehen. Okay. Wenn Sie das so sehen, frage ich mal, Sie sind ja nun auch sehr oft unterwegs. Wie vereinbaren Sie Familie und Beruf?
Ja, das ist halt sehr, sehr schwierig. Also früher war ich ja in den Fabiano-Zeiten war ich ungefähr 200 bis 250 Tage im Flugzeug oder unterwegs. Da habe ich sehr wenig meine Familie gesehen. Das Gute ist aber an unserem Beruf, heute bin ich ja nicht mehr ganz so viel reisetätig unterwegs, aber das Schöne an unserem Beruf ist, man kann den Beruf mit der Familie teilen. Das heißt also, man kann die Familie zum Essen einladen und das am besten in seinen eigenen Restaurants. Also da kann man schon das Arbeiten mit der Familie etwas verbinden. Und dann muss man sich eben auch zwingen, die ein oder andere Auszeit zu nehmen und dann wirklich der Familie die gesamte Zeit zu geben. Sie leben jetzt wieder im Köln-Bonner Raum und haben aber auch viele Jahre in den USA gelebt, haben dort ein großes Investment getätigt, um Vapiano großzuziehen. Beschreiben Sie mir diese Zeit, wie waren da die Gefühle des Investments? Ja, sie waren sehr gemischt und sehr harte Gefühle. Wenn man so ein großes Investment tätigt, hat man natürlich viele schlaflose Nächte, weil man eben nicht weiß, ob man alles auf eine Karte gesetzt hat. Aber so wie das im Leben ist, wie bei einem Kleinkind am nächsten Tag, wenn die Sonne hell erscheint und der Tag wieder anfängt, dann packt man es an und man denkt nicht mehr drüber nach, sondern man weiß, es gibt keinen Weg zurück. Man hat das Investment getätigt und dann muss der gesunde Optimismus den Weg leiten und man macht es. Man macht seinen Job und man macht das Beste daraus und dadurch hofft man auch, dass es dann erfolgreich wird. Augen zu und durch? Augen zu und durch, ja. Sie kennen die unternehmerische Lage in Deutschland, Sie kennen sie ebenso in den USA. Wenn Sie beide Situationen für Unternehmer miteinander vergleichen, wo gibt es Unterschiede, wo kann Deutschland von den USA oder vielleicht auch umgekehrt voneinander lernen? Ja, meiner Meinung nach gibt es himmelweite Unterschiede. Man muss sich in jedem Land, wo man sein Business macht, muss man sich auf die kulturelle Gegebenheiten dieses Landes einlassen. Man muss die Menschen kennenlernen und man muss das Geschäft so führen, wie eigentlich das Publikum es dort haben möchte. Deswegen glaube ich auch, dass viele Unternehmen eben Schiffbruch erleiden, weil sie genau diese Sachen nicht berücksichtigen, sondern eben mit der Mentalität kommen. Bei uns zu Hause läuft das Geschäft gut und dann machen wir das in dem Land genauso, wie es zu Hause ist. Meiner Meinung nach komplett falsch und man muss sich auf das Land auch einstellen. Okay. Sie haben nun an so vielen unterschiedlichen Projekten gearbeitet. Was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht? Ich glaube, es gibt nicht eine einzige Sache, die mir am meisten Spaß gemacht hat. Aber wenn ich jetzt heute die Frage beantworten soll, dann ist es die Fabiano-Geschichte. Mhm. Es war damals für mich, auch wenn sich das ein bisschen kitschig anhört, aber ich bin Amerikaner, ich darf ein bisschen Hollywood reinwerfen. Ja, es war Liebe auf den ersten Blick für mich. Und es hatte alles das, was ich mir vorgestellt habe und noch mehr. Und das ist natürlich toll, wenn man so 110%ig hinter seinem Produkt steht und der Marke steht. Und das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit. Vor allen Dingen auch, weil sie natürlich auch bei vielen, vielen Menschen ankam. Und das ist natürlich toll, wenn man so ein Return Investment bekommt von der emotionalen Seite. Ich glaube, das war schon so mit die schönste Zeit für mich. Okay. Wenn Sie jetzt Jungunternehmern einen Tipp mit auf den Weg geben wollten, die eine ähnliche Idee haben wie Sie, was müssen die mitbringen? Was brauchen die, um ähnlich erfolgreich zu werden wie Sie? Ja, dass sie auskommen mit wenig Schlaf, hart arbeiten möchten und fest dran glauben. Okay. An seine Idee fest dran glauben und einen absolut gesunden Optimismus. Einfach jeden Tag gut drauf sein, eine Sache anpacken und kleine Fehlschläge einfach wegstecken. Wie schafft man es, sich immer wieder selbst zu motivieren? Ich frage deswegen, weil ich glaube, da gab es ja auch mal eine Zeit, wo Sie selbst eine, ich sag mal, Niederlage erlebt haben. Da mussten Sie ja auch wieder raus oder haben Sie daraus sogar gelernt? Nein, Verluste zu realisieren oder Niederlage wegzustecken, ist auch ein Gewinn. Also man muss das auch mal so sehen. Man muss sehen, dass wenn man 10 Sachen anpackt und eins davon Vapiano heißt in meinem Falle, dann waren die anderen 9 Sachen auch richtig. Man lernt bei jedem Schritt und auch bei jedem Fehlschritt, den man macht. Und dafür darf man sich nicht zurückwerfen lassen. Wäre ich beim 9. Fehlschlag zurückgegangen, hätte ich niemals Vapiano erlebt. Okay. Also immer weitermachen, immer fest dran glauben und vor allen Dingen nicht immer sich selber so ernst nehmen. Welche Wünsche haben Sie noch für die Zukunft? Ja, noch mindestens, 1, 2 solche Geschichten wie Vapiano zu machen. Und momentan ist natürlich mein größter und argster Wunsch, King Yu zu dem zu machen, was ich mir vorstelle. Es ist eine tolle panasiatische, pazifische Küche und die hoffentlich in Europa und vielleicht auch darüber den Grenzen hinaus ankommt. Das ist mein größter Wunsch im Moment. Herzlichen Dank, dass Sie unser Gast heute hier im Studio waren und auch für Ihre appetitanregenden Einblicke in Ihre Unternehmungen. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Liebe Zuschauer, Sie sehen, es bedarf nicht immer einer Familiendynastie, um erfolgreich zu sein im Mittelstand. Viel wichtiger erscheinen Mut, Durchhaltevermögen, unternehmerisches Geschick und eine ganz große Portion Kreativität. Eigenschaften, die Kentane zu einem der erfolgreichsten Mittelständler Deutschlands haben werden lassen. Wen noch, das verrate ich Ihnen in einer nächsten Sendung, wenn es wieder heißt Menschen, Macher, Meilensteine. Ich freue mich auf Sie. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Zeit und bleiben Sie gesund.